Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 21. Ein paar Spiele haben wir noch auf der Liste für dieses Jahr, für diese Saison. Insgesamt noch 9 in der Liga. Ich glaube, sonst dürfte gar nichts mehr kommen. Bei uns sieht es sehr gut aus. Ne? 13 Punkte Vorsprung auf Kasertana, gegen die wir auch noch spielen. Das Ganze dann aber erst in der nächsten Folge. Ich würde behaupten, es sollte heute gut laufen. Mal schauen, Monopoly, Juvestabia und Castrense sind unsere Gegner. Die sind jetzt alle nicht so super einfach, aber auch nicht so super schwer. Mal gucken, würde ich sagen. Aber so oder so, selbst wenn wir noch eine Niederlage kassieren würden, es sieht sehr, sehr gut aus für uns. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Ich habe schon, ja, aufgestellt, habe in der Zwischenzeit nur ein bisschen gescoutet, nichts Großartiges gemacht, weil ich mir das noch aufheben wollte, bis wir dann halt entweder ein bisschen mehr Geld haben oder halt einfach schon unseren Youth Intake haben. So sieht's aus. Keine großartigen Veränderungen, glaube ich. Und dann kann es auch losgehen. Almici ist erstmalig wieder auf der. Nee, erstmalig nicht, ne? Er hat letztens schon, glaube ich, gespielt, ein paar Minütchen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, er wurde nicht eingesetzt. Dann, er ist auf der Bank, wurde nicht eingesetzt. Vielleicht wird er heute eingesetzt. Fitnesstest sagt 45 Minuten. Heißt für mich natürlich nur maximal 20 Minuten oder so jetzt. Sanon immer noch kaputt, wird noch 4 Wochen ausfallen. Dann Lost Sommer, Ranocchia und Silipo sind neu drinne, nachdem wir in der vergangenen Partie anscheinend ein bisschen rotiert hatten. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, kommt Jungs, auf geht's. Bitte schön, bitte gut, Hauptsache aber Sieg. Und dann wird das hoffentlich nach dieser Folge oder zum Ende dieser Folge noch besser aussehen in der Tabelle. Geht gleich gut los. Cuadrado geht schon in den 16er. Wird schon gleich am Anfang ein bisschen eng. So, Einwurf lang von Cuadrado. Petrucci kriegt ihn wieder, aber dieses Mal ist Costa im Tor von Monopoly dran. Hatte letztens auch einen Kommentar gelesen, dass das anscheinend auch ein Exploit ist mit den langen Einwürfen. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ne, für mich sind die halt Bullshit, die Einwürfe. Aber das Ding ist halt, die Alternative wäre halt wirklich, dass ich kurze Einwürfe mache, beziehungsweise halt normale Einwürfe. Und die kommen immer zum Gegner. Also ich schade mir damit extrem selbst und das will ich ehrlich gesagt nicht. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass das nicht mehr so einfach ist mit den langen Einwürfen in der Serie B. Was ich aber auch glaube. Einmal schauen. Im besten Fall macht Sports Interactive halt keinen Müll und die Einwürfe werden jetzt langsam mal gefixt. Weil ganz ehrlich, das ist ganz schön Bullshit und dafür kann ich dann auch ehrlich gesagt nichts, weil warum sollte ich mir halt selbst schaden, ne? Mit den kurzen Einwürfen. Und wir haben ja gesehen, wie oft die halt wirklich zum Gegner gingen. Und es waren halt mehr als 70 oder ja doch 70% der Fälle, würde ich sagen, die wir gesehen hatten. Deshalb, ich sehe das halt nicht ein, mir zu schaden. Deswegen. So, Corrado holt einen Elfmeter raus. Zilippo möchte ihn machen? Nein. Okay, ich kann nicht mehr wechseln, weil ich zu langsam war. Ja, mach halt. Ich meine, wer da noch sonst? Jemand, der vielleicht treffen würde. Ach, Mann, Zilippo, ey. Da hatte ich mir auch eben vor der Partie schon überlegt, ob ich vielleicht mit ihm doch noch verlängern sollte. Hab mich eigentlich dagegen entschieden. Weil ich mir dachte, du wirst schon irgendeinen finden, der mindestens halt genauso gut ist. Weil ich. Piscitella! Sehr schön. Weil ich sehe nicht wirklich da noch das großartige Entwicklungspotenzial bei ihm. Weil er auch einfach wirklich viel zu inkonstant spielt. Auf dem Plan für die Transfers steht ja so oder so, dass wir einen LM und einen RM holen. Da müssen wir schauen, was wir uns da holen, großartig. Momentan sind hier nur eingeplant Piscitella und Nuno da Silva. Also nicht großartig viel. Dafür, dass ich halt 5 Spieler für die 2 Positionen haben möchte und nur 2 Spieler bisher da sind, ist das ein bisschen wenig. Uff, das meine ich, ne? Die kurzen Einwürfe. Sobald die halt nicht länger als 5 Meter sind, sind die direkt beim Gegner, warum auch immer. Und das schadet mir halt einfach komplett. Das wird mir auch in das. Wow, das ist aber echt sehr billig gewesen. Und das will ich halt nicht, ne? Ich bin auch nicht damit zufrieden, aber. Bin zufrieden. Das war viel zu einfach. Rigoberto Rivas mit dem Ausgleichstreffer in der 35. Minute. Aber ich bin halt zufriedener, wollte ich damit sagen. Lieber
Ja, ein Exploit ist es für mich auch nicht, ne? Weil da müsste es immer funktionieren und es funktioniert nicht immer. Es klappt sehr, sehr gut. Aber wir machen jetzt nicht wirklich jedes Spiel ein Tor dadurch. Es kommen gefährliche Szenen dabei raus, ganz klar. Und es ist auch überpowered, auch ganz klar. Aber für einen Exploit ist es mir dann doch nicht OP genug. Aber es ist scheiße, ja, bin ich auch vollkommen bei euch. Aber wie gesagt, ist halt auch scheiße, dass die Einwürfe einfach direkt zum Gegner kommen, wie auch gerade eben schon. War ja war das beste Beispiel gerade. Jungs, ich bin nicht wirklich zufrieden, ne? Weil ganz ehrlich, wir müssen halt hier führen. Das Gegentor war auch schon wieder ganz schön billig gemacht von euch. Aber ich habe jetzt auch nicht großartig Bock, da irgendwas noch zu machen bei euch. Ihr macht das schon irgendwie. Dode hat keine gute Körpersprache. Sidibé hat eine schlechte Note aufgrund des verschossenen Elfmeters. Erante, heute auch nicht so toll. Da könnte man vielleicht gleich mal drüber nachdenken zu wechseln. Könnten natürlich auch noch Valente reinbringen, ne? Auf der linken Seite, Pichetta auf rechts. Erante vorne rausnehmen für Mazzocchi. Ich glaube, das mache ich auch mal. So, Mazzocchi kommt rein für Erante. Pichetta geht auf rechts und Valente kommt rein für Sidibo, der den Elfmeter verschossen hat. Und ich würde sagen, wir können auch Almici sein Comeback geben, oder? 20 Minuten. Ja, sollte passen, glaube ich. Dann ist er wieder da. Ende Oktober hat er sich verletzt gegen Castrense. Gegen die wir, glaube ich, heute auch noch spielen. Und jetzt sein Comeback. Wäre schön, wenn er vielleicht noch irgendwie was machen könnte gleich am Anfang. Weil wir sind hier drauf und dran, nur unentschieden schon wieder gegen Monopoly zu spielen. Das ist wie Franca Wieler. Das ist kein gutes Team gegen uns irgendwie. Also für uns zumindestens. Gegen uns sehr gut leider. 4 Minuten Nachspielzeit. Odja kommt nochmal rein. Aber ich glaube, das wird's gewesen sein. Schade. Da war deutlich mehr drin, Jungs. Das könnt ihr auch wirklich deutlich besser, das weiß ich ja, aber. Sollte heute wohl nicht sein. Mal wieder ein 1-1. Casatana hat gewonnen. Potenza hat unentschieden gespielt. Vibonese hat anscheinend noch nicht gespielt. Casatana hat sich auch einen Playoff-Platz gesichert, aber das ist uns ja wurscht. Ja, schade, war ein bisschen doof. So, was haben wir denn? Juventus als nächstes, Platz 11, dann Castrense, Platz 14. Gegen Messina möchte ich dann gerne komplett rotieren und im 4-3-3 spielen, damit wir gegen Casatane komplett fit sind. Also werden wir jetzt für die nächsten beiden Spiele nicht so viel ändern. Im ersten Spiel der nächsten Folge werden wir dann komplett rotieren. Sommer müssen wir auf jeden Fall ändern, weil der sich die 5. gelbe Karte abgeholt hat. Marconi ist auch kurz davor. Ich werde wahrscheinlich für das nächste Spiel mal Valente reinnehmen, für Silippo, Pichitella auf rechts dann packen. Erante lasse ich vorher noch drinne oder vorne noch drinne. So, was gibt's hier noch? Der Kollege hier wurde mir in den Kommentaren vorgeschlagen. Leider ist der schon zu PSV Eindhoven gegangen. Wie viel denn? 625k können wir uns auch nicht leisten. Noch ein paar Spieler gescoutet, die dann keinen Vertrag mehr haben im Sommer. Aber ja, das Geld muss doch erstmal irgendwo rankriegen. Ich hoffe ja wirklich so, so sehr, ne, dass die Budgets in der Serie B besser sein werden. Vibonese knapp gewonnen. 11 Punkte Vorsprung haben wir nach dem verpatzten Spiel jetzt gerade gegen Monopoly. Ja, Hinrunde war 0-0, jetzt 1-1. Gegen Regina haben wir auch unentschieden zweimal gespielt und gegen Franca Wieler unentschieden und Niederlage. Also folglich müssten wir jetzt eigentlich alles gewinnen, ne? Weil wir die anderen Spiele auch alle gewonnen haben dann. Aber meine Güte, also diese drei Vereine hier, ne, die wir hier sehen. Bin ich froh, wenn ich nicht nochmal gegen dich spielen muss. Sehr, sehr froh sogar. Ich werde mir natürlich auch wieder die zwei Leihspieler offen halten für die kommende Saison. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich die einsetzen möchte. Ob das vielleicht wieder ein Linksverteidiger wird. Das wird wahrscheinlich danach gehen, wo ich mir nicht so ganz sicher bin bei dem Spieler, den ich bekaufen möchte, beziehungsweise halt holen möchte, ablösefrei. Oh. Ernsthaft. Dortmund hat so heftig, haben die echt so heftig reingeschissen, ja? Wir haben doch letztens geschaut, die waren irgendwie 11 Plätze vorne oder so. Dortmund, was macht ihr? Hatte Bayern irgendwie ein paar Spiele Rückstand oder was? Was hat Dortmund denn gemacht?
Ach Gott, ja, ich sehe ja schon, meine Güte, Dortmund, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ey, wie in echt, ne? Meine Güte, da denkt man irgendwie, ihr könnt irgendwas und dann verkackt ihr gegen die einfachsten Gegner wieder. Meine Güte, Dortmund, dass ihr das nie lernt. Das ist unfassbar. Gegen Mainz halt 2-1 verloren. Vor 87 Tagen ist es schon her. Am 11. Dezember. Wo war Mainz da? Die sind momentan Neunter, also das muss man auf jeden Fall gewinnen als Tabellenerster mit ordentlich Vorsprung. Auch Vogelsammer ist Top-Torjäger aktuell. Ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, welcher Spieltag das war. Aber besser als 7 kann Mainz auch nicht gewesen sein. Ach hier, ich sehe es schon. Ja, Platz 7 waren sie zu dem Zeitpunkt. Ach, Dortmund. Eieiei. Was war denn noch so? Sie haben gegen Wolfsburg unentschieden gespielt, gegen Augsburg unentschieden, gegen Paderborn unentschieden. Alter, meine Güte, Dortmund. Gegen Hertha verloren, gegen Köln unentschieden. Ach, das, ihr seid doch so blöd, ey. Platz 6 ist Hertha aktuell. Paderborn Platz 14, Aufsteiger gewesen. Aber man kann ja, stimmt, ich kann ja auch einfach so nachschauen, ne, in dem Tabellenverlauf. Dann sieht man das vielleicht besser. Saisonverlauf von Dortmund, zeigt mal her. Also sie haben vor 2 Spieltagen die Tabellenführung verloren. Nach dem Spiel gegen Köln, die zu dem Zeitpunkt auf Platz 8 waren. Dann haben sie gegen Hertha verloren. Gerade eben, die zu dem Zeitpunkt auf Platz 5 waren. Jetzt haben sie gerade gewonnen gegen Bremen. Gegen Gladbach haben sie gewonnen. Gegen Paderborn. Das Unentschieden, das war hier. Am 21. Spieltag und da war Paderborn auf 16. Ach, das ist unglaublich, ne? Aber wie in echt halt. Gegen Augsburg dann noch das Unentschieden. Die momentan auf 12 sind. Augsburg war hier zu dem Zeitpunkt auf Platz 8. Und davor Unentschieden gegen Wolfsburg. Die sind jetzt auf 5, dürften auch nicht so weit weg sein. Ja, wobei, das war auch schon wieder Platz 9. Also, boah, das kriegt Dortmund einfach nicht hin. Die hatten echt einen richtig großen Vorsprung, ne? Aber, Aber gut, ist nur ein Punkt, ne? Also ist noch alles drinne. Vielleicht hat Bayern ja auch eine Schwächeperiode. Wobei ich darauf halt nie bauen würde. Wobei sie hier auch schon einige Spiele hatten, die echt sehr schlecht liefen. Aber Rückrunde läuft dann wieder richtig gut. Gegen Napoli haben sie jetzt in der Champions League verloren. Haben noch das Rückspiel. Gegen Paderborn spielen sie auch noch. Ja, meine Güte, ey. Wie in echt. Aber das ist halt wirklich, ich verstehe das auch nicht, ne? Warum das bei Dortmund halt seit Jahren so ist, dass sie gegen die Kackvereine immer verlieren oder halt nicht gewinnen. Ich meine, ich habe das ja, ich sehe das ja sehr oft oder habe das sehr oft gesehen mit dem HSV, ne? HSV hat jahrelang um den Abstieg gebettelt, sowas von schlecht gespielt, unfassbar hinten gestanden, aber dann kam Dortmund. Der Lieblingsgegner einer jeden Mannschaft, die schlecht spielt oder die unten drin steht und man hat die einfach, sorry, weggefickt teilweise. Das ist halt leider nicht mal übertrieben, ne? Ich erinnere mich an ein Spiel, das hat der HSV irgendwie 4-1 oder so gewonnen. Das war wahrscheinlich 2013 oder so. Da war Lewandowski halt sogar noch beim BVB. Der HSV hat mal wieder gegen Abstieg gespielt, gut, und man hatte halt bessere Spieler als in späteren Jahren mit Son und Rudnevs beispielsweise, die eine gute Saison hatten. Aber die beiden haben einfach Dortmund komplett weggehauen. Und Dortmund war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar amtierender Meister? Also, boah, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nie mit Dortmund. Auch diese Saison ja auch schon wieder, ne? Ich glaube, gegen Köln oder so, die waren wie lange ungeschlagen? Die waren wie lange ohne Sieg, meine ich? 20 Spiele oder so? Und natürlich, dann kommt Dortmund und Dortmund verliert natürlich. Das ist krass, ist krass. Aber ey, kannst du dir auch irgendwann nicht mehr erklären, ne, wenn es halt unter so vielen verschiedenen Trainern so läuft, unter so vielen verschiedenen Spielern.
Das ist halt wie beim HSV, wo du denkst, Alter, ihr seid untrainierbar irgendwie. Ihr seid zwar mittlerweile eine komplett andere Mannschaft, keiner ist mehr da von vor 4, 5 Jahren, aber irgendwie läuft es genauso immer noch. Vorstand wurde ausgetauscht, läuft immer noch so. Aufsichtsrat wurde ausgetauscht, läuft immer noch so. Trainerstab wurde komplett ausgetauscht, läuft immer noch so. Spieler wurden ausgetauscht, läuft immer noch so. Es ist halt unfassbar eigentlich. Aber ja, irgendwie ist es so. Und keiner weiß wieso. So, Jovis Dabia also. Dodo hatte eine gute Trainingswoche. Ich hatte auch kurz überlegt, vielleicht jetzt schon Almici reinzubringen, aber durch die gute Trainingswoche von Dodo würde ich sagen, spielt er auf jeden Fall noch von Anfang an. Und vielleicht kommt Almici dann schon ein bisschen früher rein. Ziel ist es für mich, glaube ich, ihn von Anfang an gegen Castrense zu bringen. Gegen die Mannschaft halt, gegen die er kaputt getreten wurde. So als Revanche. Wäre doch ganz schön. Pass mal auf, und dann treten die den wieder kaputt und dann ist er wieder 5 Monate weg. Das wäre natürlich super. Auf Jovis Dabia müssen wir jetzt aber auf jeden Fall achten, weil die haben schon richtig viele gute weggehauen bei uns. Ich glaube, die haben sogar sowohl gegen Potenza als auch Kasatana gewonnen. Ich weiß nicht mehr, wie unser Hinrundenspiel lief. Auf jeden Fall war es ein Sieg. Weil wir haben ja gerade erst gesehen, wir haben nur gegen drei Vereine halt nicht gewonnen. So, Kulibali kann, das ist schön. Ranocchia war jetzt nicht so geil die letzten 2 Spiele. Vielleicht sollte der mal eine kleine Pause bekommen. Vielleicht würde ihm das ein bisschen helfen. Unser Co-Trainer schlägt gleich 6 Veränderungen vor. So wollte ich das sagen. Das ist alles Schwachsinn. Ah, muss Sommer noch rausnehmen. Den hatte ich nur auf die Bank gepackt. Ja, passt das so. Also Valente jetzt auf links, Pichitella auf rechts. Almici lassen wir noch auf der Bank. Ja, und Ranocchia hat das sogar auch gelb. Ich habe ein besseres Gefühl, glaube ich, mit Orja heute. Weil Ranocchia die letzten beiden Spiele waren es, glaube ich, die echt nicht so toll waren, ne? Ich glaube, ich habe mit Ojan ein besseres Gefühl. Reines Bauchgefühl. So, Jungs. Einfach schön. Jovis Dabia wird halt schwierig, ne? Wir können mal kurz nochmal schauen, was die so gemacht haben. In dieser Saison bisher. So, Jovis Dabia, die haben 9 Spiele nur gewonnen. Aber gegen Regina, Potenza und Casertana gewonnen. Das ist schon ordentlich. Ja, Jovis Dabia hat Casertana besiegt. Gegen Vibonese 2-mal unentschieden gespielt. Gegen Potenza gewonnen. Also, die sollte man nicht unterschätzen. Die können anscheinend gegen gute Teams. Oder gegen Teams, die oben drin stehen. Valente mit dem ersten Eckball. Kommt lang und kommt auf Akuto und wir führen nach 4 Minuten mit 1:0. Das ist auch schön. Das ist eigentlich genau der richtige Start für so ein Spiel. Sehr nice. Was hat ein Valente an einem Eckballwert eigentlich? Also an Crossing und so. Weil es ist schon echt sehr auffällig, dass die von Valente deutlich besser kommen. Also er hat Ecken 11 und Flanken 14. Wer schießt die sonst bei uns? Außenverteidiger? Ich glaube. Zeig mal kurz her. So, Valente, Almici, Bro sind unsere Eckenschützen. Von dieser Seite. Petrucci könnte das auch übrigens. Petrucci hat Flanken 12, also schlechter als Valente. Almici hat Flanken auch 12, also auch schlechter. Okay, ist anscheinend die Mischung, die es bei Valente macht. Auf der Seite, dass die Ecken da so gut kommen. Silipo hat die Werte ja auch nicht. Ich glaube auch, ein Großteil seiner Vorlagen sind halt die Ecken. Vorher hat ja auch ewig lang keiner einen Kopfballtor von uns gemacht, gerade von den Innenverteidigern. Also nach Standards. Und selbst Marconi hat einmal getroffen, das ist auch was.
Ah, 25 Minuten sind um. Yugoslavia ist bisher noch ohne Torschuss, wie mit einem einzigen. Und kriegen die nächste Ecke serviert. Und Akoto an den Pfosten. Ach, schade. Jo, Leute. Draußen geht's mal wieder ab. Ist ja klar, ich nehme ja auch gerade auf. Ah, Leute, es tut mir so leid, dass es immer auch so laut ist. Aber ich weiß, es ist halt das Problem, wenn man an einer Berliner Kreuzung lebt. Oh, Eckball für Yugoslavia. Oh, starke Parade, glaube ich, von Paroni. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er gerettet und nicht der Pfosten. Ball ist noch super heiß. Kommt ein bisschen zu lang jetzt für Boccia. Und dann ist er erstmal weg. Aber hui. Ganz schön glücklich. Odja war wohl die falsche Entscheidung. 6,4 Note nur. Ist auf der Position, wo wir gar nicht so viel verlangen, außer eine gute Passgenauigkeit. Nicht wirklich so geil. Ich meine, wir können mal schauen bei den Pässen bei Odja. Wenn's, achso, wenn's laden würde, wollte ich sagen, aber ich hatte noch das andere. Also wir haben angekommene Pässe 19, wir haben Pässe ins Aus nur 1 und erhaltene Pässe 21. Er kommt nicht so ganz ins Spiel, ne? Das ist das Problem. Also seine Passgenauigkeit ist absolut okay. Aber ich glaube, er kommt nicht wirklich ins Spiel, weil er müsste deutlich, deutlich, deutlich mehr Pässe haben. Ist auch sehr viel auf den Außen unterwegs. Ah, hier ist er. Warum ist denn die Heatmap hier so krass? Sind das die Standards oder warum? Müssten eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass Odja das noch besser kann in der zweiten Halbzeit. Ich werde ihn jetzt erstmal nicht rausnehmen. Die Jungs reagieren zumindest richtig, weil wir haben bisher auch nur einen Torschuss, ne? Yugoslavia hatte gerade eine richtig gute Chance, also müssen hier aufpassen. Die können hier gut und gerne ganz schnell den Ausgleich machen und dann sieht das ganz, ganz doof für uns aus. Ich bring mal Saraniti rein. War ja auch lange nicht mehr dabei. Dann kommt Almici rein. Dann sehen wir eine Szene mit Erizo, der den Ball auf seinen Innenverteidiger Tonucci bringt. Oh, guter Ball. Ja, leider sehr stark gespielt. Della Pietra, sorry. Das eine R war irgendwo auf einmal aufgetaucht in meinem Kopf. Mit dem Ausgleichstreffer haben wir uns ehrlich gesagt ein bisschen verdient, weil wir einfach zu wenig gemacht haben. Wir gehen jetzt gleich mal auf Offensiv. Da pennt Koulibaly ein bisschen. Da muss er besser covern eigentlich, dass der Ball dann nicht so durchkommt. Hat er leider nicht hinbekommen. Wir werden nochmal einen Doppelwechsel vollziehen. Ranocchia kommt rein für Odja und Silipo kommt rein für Pichitella. Gerade heute auch nicht so toll, 6,3, aber sein großes Glück ist ja, dass er eigentlich keine Konkurrenz momentan hat, weil Sanon ja kaputt gemacht wurde. Almici, langer Einwurf. Oh, da kommt der perfekt, der kommt perfekt. Hohoho! Almici, nice one. Richtig, richtig schön. Sau lang, da hat die Abwehrkette komplett gepennt. Hat wohl keiner gedacht, dass der Petrucci so durchläuft. Aber der hat sich auch. Oh, war die Aufteilung schlecht? Was macht Rizzo? Was macht Tonucci? Was macht Troost? Die sind einfach komplett am Pennen, während Petrucci schon losläuft. Auch Kodromas denkt sich, 86. Minute, was soll ich jetzt noch rennen? Nur Scacabarozzi schaltet so ein bisschen, covert dann aber Corrado. Ist natürlich kein Abseits, weil hier sowohl Scacabarozzi als auch Lia schon weitergelaufen sind. Und dann hat er halt mega viel Platz, weil die Innenverteidiger so komplett abgeschalten haben. Wow. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Einfach komplett am Pennen gewesen. So, Jungs, jetzt keinen Mist mehr machen. Alhador kommt nochmal rein für Corrado. Wir haben noch eine Szene und ich weiß nicht, ob mir das gefällt.
Valenta auf Petrucci oben wäre vielleicht geiler gewesen, aber Alhaudou hat auch ein bisschen Platz. Valente. Schöner Ball auf Saraniti. Aber warum spielt er denn nach links? Ball ist noch heiß. Die Abwehrkette macht schon wieder Unsinn. Und Petrucci über das Tor. Warum spielt er den auch noch eine Szene? Muss das sein? Warum spielt er den denn nach hinten? Der kann doch einfach schießen. Oh, Glück, dass der Kopfball irgendwie zu Ranocchia kommt. Petrucci, geiler Ball eigentlich. Aber Saraniti wollte er nicht. Almici. Schön. Alhadur. Ja, Almici, als ob er nie weg gewesen wäre. Sofort gute Übersicht, sofort gute Bälle. Valente und Alhadur. Der sich auch gleich richtig reinhängt, gefällt mir. Hat jetzt ein bisschen Platz auf der linken Seite. Ah, schwierig. Valente. Ranocchia, guter Ball auf Saraniti, aber Kopfball über das Tor gesetzt. Und Schiri, das war's. 2-1, ganz, ganz knapp. Ich glaube, hier hätten wir gut und gerne sogar verlieren können, wenn wir uns ein bisschen dümmer angestellt hätten. War ein ausgeglichenes Spiel. Gut, dass Almici da Petrucci gesehen hat. Und dass die Abwehrkette halt so blank war. Unglaublich. Kann man doch nicht machen. Ja, Corrado wird bald eine Gehaltserhöhung bekommen. Was heißt hier bald? Innerhalb der nächsten 5 Tage? 5? Innerhalb der nächsten 7 Tage, weil er dann höchstwahrscheinlich auch spielen wird. Aber meine Güte, ey, diese Abwehrkette gerade. Sag mal, wie viele Punkte hatte Bari eigentlich letztes Jahr? 84, da fehlen uns noch 4 Punkte. Ich glaube, das könnten wir ja erreichen. Dürfen natürlich nicht vergessen, dass die weniger Spiele hatten. Bin gerade so ein bisschen abgelenkt, ne? Ich schaue gerade aus dem Fenster, es schneit halt komplett. Aber seit 2 oder 3 Minuten versucht hier jemand einzuparken und vor zurück, vor zurück, vor zurück, vor zurück, vor zurück. Und ich denke mir, Alter, du bist doch schon in der Lücke. Was ist dein Problem? Ich glaube, jetzt hat das aber endlich mal geschafft. Also es geht mindestens seit dem 1-1 so. Okay, Lichter sind aus, jetzt geschafft. So, Casadana gegen Foggia und Potenza gegen Olbia und Vibonese gegen Avellino. Auf die 3 Partien gucken wir. Unser nächstes Spiel und das letzte in dieser Folge ist dann Castrense gleich, Platz 14. Und wieder ein paar Scouting-Berichte, sehr schön. Hoffentlich ist da irgendein guter Spieler dabei, ne? Der ablösefrei ist. Weil Serie B wird immer eine etwas andere Herausforderung werden. Casatana hat 3-1 gewonnen, Potenza hat 3-1 gewonnen und Vibonese hat 2-0 gewonnen. Also alle im Gleichschritt, weiterhin 11 Punkte Vorsprung. Vibonese jetzt mittlerweile auch einen Playoff-Platz gesichert. Bin ich immer sehr gespannt, wer dann weiterkommt im Playoff. Ich traue Casatana zu, eigentlich das komplette Playoff zu gewinnen. Allerdings muss ich dabei natürlich auch sagen, dass ich einfach nicht wirklich genug Ahnung habe, wie es in den anderen Gruppen aussieht. Da können wir mal kurz reinschauen. Gruppe B ist Ternana knapp oben. Ich glaube, Ternana könnte man besiegen. Schaut euch mal an. Ach, 56 Punkte halt. Nur eine super eng hier. Da ist Casatana halt viel, viel besser. Und Gruppe A ist Novara ganz oben. Juventus U23 ist auch knapp dahinter. Provercelli ist knapp dahinter. Ich würde behaupten, unsere Gruppe ist die stärkste. Und dadurch glaube ich auch, dass Casatana es gewinnen kann, wenn sie fit bleiben. Zudem haben sie ja dann auch noch den Vorteil, dass sie halt später einsteigen ins Playoff. Auch mal schauen. Also mein Geld setze ich auf Casatana. Auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Aber heißt natürlich jetzt auch gleichzeitig, dass ich jetzt schon damit rechne, dass wir Platz 1 auf jeden Fall safe haben. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so abwegig, nachdem wie wir spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch, ja, wobei es Unsinn jetzt schon zu sagen, wie viel wir bräuchten, damit wir rechnerisch safe sind, einfach nur weil wir nicht wissen, wie Casatana halt performen wird. Wir können wahrscheinlich die nächsten 2 Spiele gewinnen und die würden beide verlieren und dann sind wir schon durch, wahrscheinlich. Aber ich glaube, dieses Wochenende noch nicht, ne? Nee, 7 Spieltage noch, das ist zu viel. Aber kann natürlich alles ganz schnell gehen, ne? Casertana ist halt nicht unfassbar konstant. Die sind
konstanter als die ganzen anderen, die wir gerade gesehen haben, selbst als Ternana und Novara. Aber kann alles passieren. Gut, aus den Playoffs raus werden sie nicht mehr purzeln, das haben wir schon gesehen, die haben sie schon safe. Nur wenn die jetzt halt nicht Platz 2 oder Platz 3 holen, woran ich aber glaube. Oh, zwei Spieler für ihr Land nominiert. Ach, Doda mal wieder für die Albanien U21. Und Tadikone ist unterwegs für die Italien U19. Sehr schön. Ist natürlich schade, dass die gerade jetzt schon wieder ausfallen gegen insgesamt drei Gegner. Doda kommt wenigstens zum Casertana-Spiel wieder. Dann, boah, werde ich aber doch nicht Almici die Startelf gegen Castrense geben können, weil Doda ja dann gegen Messina nicht da ist. Da muss ich gegen Messina Almici spielen und Doda halt jetzt gegen Castrense und je nachdem, worauf ich mehr Bock habe, derjenige spielt dann gegen Casertana in der nächsten Folge. Aber typisch Doda, ne? Wieder Albanien U21. Immer so. Immerhin hat er sich das ja gespart, als wir nur ihn hatten und Alhadouba beispielsweise noch gar nicht. Wobei, eigentlich hat er sich das auch nicht gespart, war ja gleich am Anfang schon wieder für die Albanien U21 unterwegs. Hat den Job als Aushilfe aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also da gibt's definitiv Lob. Hat sich ja dadurch auch den Platz in dem Kader in der nächsten Saison halt verdient. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es gar nichts gebracht hat. Damit hat er sich ein bisschen mehr nach vorne gepusht bei uns. Wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht wenige Spiele machen, denke ich. So, der Freitag steht an, wir spielen erst am Sonntag. Ich muss vielleicht nochmal schauen, aber das mache ich dann offscreen wegen den Scouting-Berichten, ob wir da schon durch sind. Ich glaube nämlich. Nächste Folge könnte es schon den Youth Tag geben, ne? Wenn es gut läuft. Ich glaube, wir haben den relativ früh bekommen in der vergangenen Saison. Also könnten wir den auch relativ früh bekommen in der nächsten Folge. Könnte knapp werden, aber möglich ist. Ich glaube, den 1. April werden wir drin haben, wenn wir kein Spiel unter der Woche haben. Oh, hoffentlich wird der gut, ne? Bitte, bitte, bitte. Was wäre mir am liebsten? Ach, eigentlich nehme ich alles außer einen Keeper. Keeper wäre halt sehr doof, weil wir haben jetzt Tadikone. Das wäre dann einfach nur echt doof für uns. Also bitte, bitte nicht. Ich kriege aber dieses Jahr relativ viele Keeper immer, ne? Also ich habe eigentlich innerhalb der ersten zwei, drei Youth Intakes, die ich bei einem Verein habe, eigentlich immer sofort einen Keeper drin, ne? Von daher mache ich mir jetzt gerade selbst ein bisschen Angst. Ja gut, das wird man auch schon irgendwie lösen können. Ansonsten verleihst du den halt immer und irgendwann wird ja genug Ablöse einspielen, dass sich das gelohnt hat. Und vielleicht ist er sogar noch besser als Tadikone. Bei dem ich mir ehrlich gesagt aber auch noch nicht richtig so sicher bin, ob er nächstes Jahr wirklich Stamm spielen wird, weil Paroni das gar nicht so schlecht macht. Aber ich glaube, sobald ich den Aufstieg fix habe und halt weiß, dass Paroni nicht mehr eingeholt werden kann bei den ohne Gegentor spielen, was echt knapp sein wird, werde ich vielleicht immer Tadikone spielen lassen in der Liga, würde ich sagen. So, Castrense, das Spiel gegen das, oder gegen das? Gegen die? Almici dann leider komplett kaputt war. Spielen ein enges 4-4-2 mit einer Raute. So, Tadikone müssen wir rausnehmen. Sommer kann auch wieder, sehr schön. Kommt dann auch gleich rein. Ranocchia kommt wieder rein für Odja. Vorne, Erante war jetzt ein bisschen am Durchhängen, ne, die letzten paar Partien. Es war wieder Zeit für Mazzocchi, würde ich sagen. Silipo kommt für Piscitella. Petrucci, Ranocchia. Ich würde sagen, der Rest passt. Dann los gegen Castrense. Die wirklich in der Raute spielen. Okay. Sollte vielleicht für uns gar nicht so schlecht sein, weil wir auf den Außen natürlich doppelt besetzt sind, im Gegensatz zu Castrense.
Dafür müssen dann natürlich die drei Innenverteidiger besser aufpassen auf Osvaldo, Vianney und Ozo. Eventuell auch noch auf Salandria und Romulo. Schöner Einwurf. Schön zurückgespielt und nochmal schön zurückgespielt. Guter Ball in die Mitte, dachte ich erst, aber leider hatte der dann zu wenig Spin. Gute Grätsche von Marconi, hat er gut gemacht. Mazzocchi verteilt den Ball, das ist auch gut so. Läuft jetzt nach vorne. Bisschen abgestoppt, war vielleicht nicht die beste Variante von Mazzocchi. Ranocchia, schön gesehen den Doda, sehr, sehr schön. Gute Parade leider vom Keeper. Ball ist noch ein bisschen heiß. Oh, Petrucci und Scorado mit seinem ersten Saisontor. Hey, sehr schön. Jetzt fehlt ja nur noch Ranocchia, ne? Wir hatten ja vor 2 Folgen oder so das Thema, dass irgendwie jeder von uns schon ein Tor gemacht hat. Bis auf Ranocchia und Corrado. Also wenn es mal einen Elfmeter gibt, ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass Ranocchia den dann schießen soll. Kopfball zunächst von Petrucci ans Aluminium. Und dann Corrado mit dem Nachschuss rein. Sehr schön, Jungs. Schön nachgesetzt auch immer. Nicht locker gelassen. Genauso möchte ich das sehen. Wir haben auch schon lange kein Kopfballgegentor mehr kassiert, ne? Schade. Sommer, oben vielleicht. Auf Silipo von da wird schwierig. Könnt ihr aber schaffen. Nimmt die Flanke auf Valente lieber. Und das ist ein Elfmeter und. Ja, Schiri? Würde gerne wechseln. Okay, dann mache ich das mal kurz. Hier. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit dafür. So, Mazzocchi geht raus. Ranocchia. Rein. Haben wir es geschafft? Ah! Geh doch weg! Mann! Ich habe halt auf das Ding hier unten gewartet. Jetzt kam das nicht. Jetzt kam das hier. Es tut mir leid, Ranocchia, ne? Es tut mir so leid. Du machst noch dein Tor. Ich verspreche dir, du machst noch dein Tor in dieser Saison. Und wenn ich dich als Stürmer aufstellen muss im letzten Spiel, du machst es noch. Einwurf von unserem Gegner. Vianney, gute Flanke. Ranocchia ein bisschen sehr abstrakt geklärt. Direkt zum Gegner auch noch. Da hätte man vielleicht besser hingehen können von Corrado. Ja, die haben uns ja gerade echt sehr gut ausgespielt. Vianney mit dem Anschlusstreffer. 2-1. Ne? Da wurden wir mal schwindlig gespielt, Jungs. Vianney, Romulo, Vianney. Dann auf Ozo und dann der perfekte Pass an Marconi vorbei. Der Schuss passt auch perfekt. Richtig starker Spielzug von Castrense. Muss man mal so sagen. Neidlos anerkennen. Ach Mann. Stört mich ein bisschen jetzt. Nicht nur die Sache mit Ranocchia und Mazzocchi, sondern jetzt auch das Gegentor, weil es halt viel zu einfach ging. Sowohl Salandria als auch Romulo haben übrigens schon die gelbe Karte bekommen. Das war es erstmal mit der ersten Halbzeit. Dann, schwierig. Ihr habt's auf jeden Fall, ihr könnt auf jeden Fall noch besser spielen. Ich möchte mal, dass wir Pressing und hartes Tackling auf Salandria und Romulo machen, damit wir die vielleicht so ein bisschen ärgern und die vielleicht gelb-rot kriegen, weil sie irgendwie einen Revanche-Foul oder so machen. Kommen auf jeden Fall mit einer richtig guten Ansprache aus der Kabine, so wie die Körpersprache von allen bei Castrense aussieht. Und dann gab es einen richtig guten Teamtalk, weil jetzt haben alle gar keinen Bock mehr. Kommt, Boys, macht man noch das 3-1 oder so? Aber wir sehen da dann Standard gegen uns. Erstmal geklärt, Zilipo klärt auch nochmal. Mazzocchi unten wäre sehr, sehr viel Platz. Muss er eigentlich spielen, muss er spielen. Jetzt, jetzt, jetzt. Valente lässt sich zu viel Zeit. Ah, der Ball kam von Mazzocchi aber auch echt viel zu spät, ne? Aber meine Güte, der muss halt sowas von drin sein, Jungs. Geht aber gleich weiter. Valente, Valente, Valente. Nächste Chance. Und diesen macht er jetzt wenigstens. Ja, er wollte einfach nicht den einfachen machen, ne? Das war ihm zu easy einfach. Boah, aber dass der eben nicht reinging, ey, Jungs. Aber wie lange Mazzocchi auch gezögert hat zu spielen, ey. Nee.
So, ich gebe Almichi die letzten 25 Minuten gegen den Gegner, gegen den er dann ausgefallen ist oder halt bei dem er ausfiel für 5 Monate. Es wäre vielleicht keine schlechte Idee, Marconi rauszunehmen aufgrund seiner gelben Karte, ne? Also seiner Gelbsperre meine ich, damit er keine gelbe Karte bekommt. So rum ist richtig. Dann kommt Koulibaly rein. Mal schauen, ob wir den noch durchkriegen, ne? Die Saison ohne Gelbsperre. Dann kommt Nuno rein für Petrucci. Mal schauen, ob der das auf der Position kann. Und wir nehmen nochmal Serraniti rein für Mazzocchi. Dann sieht's gut aus. Es steht 3-1. Leider kein Tor von Ranocchia. Ärgert mich richtig, ne, dass ich das nicht schnell genug gemacht habe, weil ich hier unten auf dieses, auf diesen Button gewartet habe. Hätte ich das mal schneller gemacht. So, 3-1. Mal wieder ein Sieg. Sehr gut, Jungs. War kurzzeitig so ein bisschen lala, ne? Gerade das Gegentor. Aber haben uns dann schnell wieder gefangen. 3-1 gemacht. Passt. Casetan hat 4-1 gewonnen. Die sind richtig gut drauf, ne? Also wir dürfen halt bei unserer starken Saison einfach nicht vergessen, dass Casetana richtig, richtig, richtig gut ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir die nächstes Jahr doch noch als Gegner haben. Letztes Jahr halt Platz 13, dieses Jahr überragend Platz 2. Was da Campilongo als Coach macht, ist wirklich sehr, sehr stark. Vor einem Jahr hat er übernommen. 67% Siegquote. Also Hut ab, Casertane, ihr spielt richtig, richtig gut. Ich hoffe und ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch mit hochkommt. Für uns sind jetzt noch 6 Spieltage. Also nächste Folge könnten wir wirklich gegen Casertane dann den Aufstieg fix machen. Wäre sehr schön. Potenza ist mittlerweile auch schon sicher in den Playoffs. Ein paar Kämpfen noch drum. Sarono ist, ja, glaube ich, schon nach dem 10. Spieltag oder so safe gewesen, dass die absteigen. Mal schauen, ob die noch die 100 Gegentore knacken, aber ich denke mal. Boah, 2 Siege haben sie geholt gegen Olbia und Andria. 2 Unentschieden gegen Franca Vila, die uns ja besiegt haben. Und Catanzaro auf 5 und 17 halt. Ah, Franca Vila, ey, ich hoffe, ihr steigt ab, ne? Ich will euch nie wiedersehen. Schrecklich. So, und nächste Folge geht bis zum 3.4. Also eventuell haben wir das Glück mit dem Youth Intake. Ich würde aber ehrlich gesagt dann doch nicht drauf wetten. Ich denke, der wird dann erst in der übernächsten Folge stattfinden. Zwischen Vibonese und Potenza, sage ich, kommt der Intake. Eigentlich sage ich zwischen Catanzaro und Vibonese. Das macht eigentlich mehr Sinn, dass der dort kommt. Aber naja, so, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann am Mittwoch mit den Spielen, die wir gerade schon gesehen haben. Dann können wir alles fix machen. Dann sind es ja sowieso noch ein paar Spielchen und dann ist die Saison auch schon wieder vorbei. Also bis dahin. Tschö.